Servus und herzlich willkommen zu Ermittler TV. Heute geht's in den Osterurlaub und wir fahren zum Walchsee. Und ihr dürft mitkommen. Nach dem Intro geht's los. Ja, hallo, jetzt kommt ein harter Schnitt. Wir haben nämlich bereits Karfreitag am nächsten Tag. Wir sind hier am Walchsee im Kufsteiner Land am zahmen Kaiser angekommen, der wohl neben dem wilden Kaiser ist. Wir wissen leider noch nicht, welcher Berg da wo ist. Am Donnerstag war wunderbarer Sonnenschein. Wir haben es genossen, draußen zu sitzen. Leider haben wir vergessen zu filmen. Wie es dann halt so ist. Willkommen im Urlaub. Man vergisst die Welt. Ja, und heute Morgen am Freitag habe ich uns angemeldet. Wir sind also auf der österreichischen Seite in Tirol. Wie man schon hört, Kufsteiner Land. Und wir sind jetzt hier angemeldet. Ich zeige euch das mal hier so Kaiserwinkel. Da steht dann alles drin, was man machen kann. Und hier haben wir dann auch noch die entsprechende Berechtigungskarte. Ganz toll finde ich, dass die Hunde auch begrüßt werden. Also sowas haben wir noch nirgendwo erlebt. Die kriegen hier sowas so ähnlich wie eine Moncherie-Packung. Ich mache das mal auf. Wir machen also ein echtes Unboxing. Naja, das ist eher was für Herrchen und Frauchen. Und hier, okay, die kennen die Größe unserer Hunde nicht. Hier sind irgendwelche Esspackungen drin. Aber ich sehe gerade auch noch einen Futtergutschein. Ich vermute mal, das sind Ermäßigungskarten für die örtliche Verkaufsstellen für dieses Futter. Aber finde ich eine tolle Sache. Gut, was ist das? Rinden oder was auch immer? Nee, Rindgeschmack. Mal sehen, wie es dem schmeckt. Aber das Essen gibt es erst heute Abend. So, ich will dich nicht weiter langweilen mit Hund. Also ihr seht daran, Hunde sind hier willkommen. Ich muss jetzt leider raus in den Regen, weil für heute Freitag und für Samstag ist Regen angekündigt, aber das stört den Camper nicht. Wir werden auch so die Zeit hier genießen. Man muss halt nur gut gekleidet sein. Und hier am Walchsee gibt es also sehr, sehr viele Wanderwege drumherum. Und das wird sicher noch interessant werden in den nächsten Tagen. Und wir nehmen euch mit auf das, was uns wir hier dann begegnet. Viel Spaß weiterhin. Ja, jetzt hat mich gerade meine Frau darauf aufmerksam gemacht. Ich habe einen Satz angefangen und zeige euch dieses Teil hier. Ich muss halt raus in den Regen und das draußen einpflocken, damit hier die Leute am Platz wissen, dass wir auch schon angemeldet sind. Ja, ja, was man sich denken kann. Okay, viel Spaß weiterhin. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hallo, wisst ihr schon, wo ich immer mal hinlaufen wollte? Schaut mal hinter mir. Zum Stripsenjoch. Ja, okay. Ist ein bisschen weit für heute. Ich zeige euch jetzt mal hier noch ein bisschen die Umgebung. So, schaut mal hinter mir die Landschaft. Ja, ich versuche das mal reinzukriegen. Ist das nicht herrlich? Das sind die Alpen und das ist der zahme Kaiser. Zumindest irgendein Teil davon. If I
falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Ja, servus. Ich zeige euch hier mal ein bisschen von der Landschaft. Im Hintergrund seht ihr den Walchsee und das Panorama des wilden und auch des zahmen Kaisers. Ups. Seht ihr dann hinter mir. Auf der anderen Seite, ich schwenke mal wild rum, ist der Ort Walchsee selbst, ein winzig kleines Örtchen, touristisch nicht sehr viel los, aber sehr gute Gaststätten, sehr zu empfehlen. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. Um den Walchsee herum ist auch viel Natur zu entdecken. Hier sieht man zum Beispiel Baumstümpfe, die von einem Biber angenagt worden sind. Und hier befindet sich ein kleiner Zulauf, der in den Walchsee hineinmündet. Hier haben wir die Ermittlerin Heike mit den beiden Ermittlerhunden Merle und Ivy. Und was sagen Sie hier zum Walchsee? Sehr schön. Was haben Sie so gemacht? Spazieren gegangen. Mit den Ermittlerhunden. Ausgeruht, mit den Hunden, klar. Genau, ausruhen kann man hier wunderbar. Vor allem, wenn der Ermittler Henning mich stört bei der Mittagsruhe. Ja, für uns bedeutet es schon wieder Abschied zu nehmen vom Walchsee. Ich zeige euch hier noch ein bisschen das Abendpanorama, die schöne untergehende Sonne. Die Sonne ist natürlich auf der anderen Seite. Und wir machen morgen auf der Rückfahrt nach Mittelfranken nochmal einen kleinen Stopp. Lasst euch überraschen, da nehmen wir euch noch mit und dann nähern wir uns schon langsam dem Ende unserer Reise. Ich sage jetzt erstmal Ade, bis morgen. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve me. All the bad and the hurt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich mal hier aus früher Morgenstunde und will euch ein bisschen was erzählen, was man hier so alles machen kann. Also wir haben natürlich unsere Hunde dabei und wir sind über Ostern hier gewesen. Ich werde euch hier noch ein paar Aufnahmen zeigen und es gibt noch eine separate Platzvorstellung, wo ihr dann sehen könnt, dass jetzt zu Ostern Montag dann doch wieder die meisten abgefahren sind. Es stehen zwar neue Schilder da, aber im Moment sind wenig Leute da. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen so rein, dass ihr das Panorama sehen könnt. Und ja, was kann man hier alles machen? Also hier ist natürlich typisch Wassersport. Ich habe hier sehr viel Angler gesehen, weil hier stehen draußen vier Bötchen. Ich musste gerade mal nachzählen.
Also für Angler ist das hier toll. Die haben hier 5, 6 verschiedene Fische. Das könnt ihr dann mal nachlesen, was es hier am Walchsee zu fangen gibt. Ihr könnt selbstverständlich die typischen Wassersportarten machen. Ihr könnt mit eurem Sub fahren oder ihr könnt auch euer Kajak mitbringen. Das ist hier wunderbar. Der See ist nicht besonders groß. Insofern lohnt sich das hier einmal rund zu fahren. Und dann habt ihr natürlich Fahrradmöglichkeiten und wir sind in den Alpen. Also ihr könnt hier wandern gehen, wie ihr schon gesehen habt. Die Hunde sind willkommen und ja, ihr könnt hier viel laufen und auch in die Berge hoch. Wenn ihr doch noch motorisiert seid oder mit einem kleineren Wagen kommt, dann könnt ihr selbstverständlich auch hier auf der anderen Seite vom zahmen Kaiser beziehungsweise auf der anderen Seite dann vom wilden Kaiser bis nach Elmau fahren, wo der Bergdoktor gefilmt wird. Das ist sicher für die Frauen sehr interessant. Und ja, und natürlich dort noch weitere Dinge aufsuchen. Also Innsbruck und so ist dann auch nicht mehr so weit. Ihr könnt ins Ötztal fahren, zum Ötzi und so weiter. Also, aber der Walchsee hat so seinen eigenen Reiz. Es ist ein ja, gemütlicher kleiner Campingplatz, gut ausgestattet. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Da gibt es also auch so eine kleine Hüpfburg im Wasser. Ja, für die Kinder und im Hintergrund habt ihr eben schon auch die Rutschen gesehen. Ja, einfach viel Spaß. Wenn ihr natürlich in der Sommerzeit kommen wollt, müsst ihr wie üblich bei den guten Campingplätzen lange vorbuchen. Aber jetzt so über Ostern war das für uns hier im Gegensatz zu den Campingplätzen im Allgäu, war es hier gar kein Problem, einen Platz zu bekommen, sogar auch in vorderster Reihe direkt am See. Straße 1. Das Ziel liegt links. Was hast du hier gemacht? Ja, die Rolle war zu schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Seifenschälchen ist kaputt gegangen. Scheiße. Was ist kaputt gegangen? Ach, ich habe ein Seifenschälchen gekauft. Okay. Und die ist jetzt kaputt? Ja. Was haben wir denn hier? Wendelstein Schafwolle. Nein. Nur deswegen haben wir hier gehalten? Ja. Super günstig. Okay. Und genau deine Farben. Ne? So, hat sich doch der Urlaub schon gelohnt. Machst du mir mal die Treppe hoch, bitte? Eine Woche Urlaub. Und da. So. Da hat sich doch der Urlaub hier wirklich gelohnt. Nee. Wollt ihr sehen? Das wird eine Trachtenjacke für mich. Was? Eine Trachtenmütze? Eine Trachtenjacke. Ja.
Dann müssen wir jetzt schnell nach Hause fahren, damit du mit dem Stricken beginnen kannst. Genau. Ich den Schälchen erwecken, ich jetzt da habe ich jetzt den Mara mit dem Rheinland-Ben. Oh je. Oh, alles schön in meinem Bett. Natürlich super. Ja, kann man wegwerfen. Okay, wenn es die Nacht stachelt, dann liegt es am Schälchen. So, wir sind an der Homebase angekommen. Wir haben gerade hier entsorgt in Thalmessing. Wenn ihr euch diesen Stellplatz anschauen wollt, so verweise ich euch auf eins der vorhergehenden Videos über Stellplätze entlang der A9, Folge 7, Thalmessing. Und ansonsten ist das hier das Ende unserer Reise. Ich sage Servus, Ade, bis zum nächsten Mal hier bei Ermittler TV. Here we go, easy.